Freunde, und ihr seht, heute ist das Bild ein bisschen anders. Und der gute Niomar ist heute wieder mit am Start. Heyo! Und es ist mitten in der Nacht. Und wir haben uns gedacht, ja, wir machen mal ein Unboxing auf die andere Art, und zwar komplett im Dunkeln. Also, ich hab keinen Ach, jetzt weiß ich, was das für ein Handgelenk leuchtet. Das war dein Ding, dein Smartwatch. Okay. Ist ja absolut gar nichts. Okay, langsam. Jetzt hör auf, wieder zu taschen. Wir müssen mal gucken, wo du bist. Ja, wir haben gedacht, wir haben eine Lootbox, also von Loot Anime. Und wir packen die jetzt einfach mal blind aus. Also ich habe jetzt den Karton vor mir. Das ist, wirkt auf jeden Fall nach einer größeren Box diesmal. Ja. Ich würde sagen, du fängst an und dann sag mal, was du so Schönes findest. Alter, was machst du? Eine Kiste. Kann ich sie aufmachen? Ja. Hier, was denkst du, was es ist? Oh, das könnte eine Figur sein, oder? Ich denke, es ist eine Tasse oder so. Eine Tasse? Ja. Alter. Ja, es ist wirklich eine Tasse. Was denkst du, von was die Tasse ist, von welchem Anime? Fühlst du das? Ja, das ist... Ich kann sie riechen. Ich kann es schmecken. Okay, es ist eine Tasse, aber... Kannst du irgendwas an der Tasse fühlen? Ich kann nichts daran fühlen. Oh, die hat keinen Henkel, ne? Gar das könnte auch ein Glas sein, eher, sein, oder? Ja. Das ist ein Glas, ist ja. Ein Glas, ja. Ich will nichts kaputt machen. Was denkst du, von welchem Anime das Glas sein kann? Ich hoffe, es ist Sailor Moon. Okay, dann ziehe ich mal das nächste. Wo mache ich das Glas am besten, wenn ich spitzig fand? Ich habe keine Ahnung. Ich stell's am besten auf den Boden. Keine Ahnung, ob ich in die Kamera gucke. Doch ein kleines rotes Pünktchen sieht man, glaube ich. Ja. Dass die Aufnahme läuft. Ich habe ein T-Shirt, das fühlt sich an nach L bis XL. Es ist, glaube ich... Vielleicht war es doch zu klein für dich. Wenn es aus Japan ist, definitiv. Ich weiß nicht, ist es falsch rum? Ich sehe es nicht. Ich glaube, der Aufdruck ist innen. Vielleicht kann man es fühlen. Das ist... Das ist so leid, das ist nicht Vielleicht kann man es fühlen, was ist das? Ich weiß es nicht. Was denkst du, was hier drauf ist? Ich denke, das ist ein richtig cooles Naruto-Shirt. Das finde ich cool und Anime. Ich finde was Geiles. Drehst mal einmal rum. Ja. Ich habe keine Ahnung, ob ich das schon mal okay. Warte mal, komm, ich mache jetzt mal hier so. Vielleicht ist es ja so. Vielleicht sieht man ja sowas. Also, ich sehe ja eh nichts, aber... Das Unboxing hättest du vielleicht besser mit der Frau machen können. So. Ich fühle ja. Spürst du den Unterschied? Nein. So, dann bist du wieder dran. Du darfst wieder was rausziehen. Okay. Ich spüre schon wieder was irgendwas stoffig ist schon wieder. Ja, vielleicht war es gerade ein Bikini. Oder die Hose dazu. Schon mal das. Hast du ein T-Shirt? Ist das ein T-Shirt? Das ist noch ein T-Shirt, ja. Ey, was ist anscheinend geil. Noch. Und das denkst du, Death Note, oder? Ist es diesmal auch betroffen? Ich versuche es zu fühlen, aber ich find's nicht. Hier, fass mal an. Hier, du kannst nochmal bei meinen fühlen, was ich hab. Was denkst du, was da für ein Aufdruck drauf ist? Keine Ahnung. Ich sehe nichts. Okay. Es ist mitten in der Nacht, Leute, es ist 12 Uhr. Oder 1, keine Ahnung. Das war das Hemd, was ich anhatte. Ja, danke. Mann. Also ich glaube, warte mal, das ist die Vorderseite, ist ein Aufkleber drauf. Eindeutig Highschool DxD. Ich würde es hoffen. Ich bin gespannt. Ich freue mich schon so, dass da mal... anzugucken danach. Ja. Du, ich bin dran, ne? Du bist dran, ja. Ey, das ist schon wieder Stoff! Kann man das aufmachen? Irgendwie schon. Warte mal. Könnte eine Mütze sein. Von der Größe her. Ja, fühlt sich an wie eine Mütze. Ist eine Mütze. Mit Aufdruck. Zieh sie mal auf. Ich muss mal meine Brille wegtun. Okay. Boah, ich hoffe, Alter, sieht klein. Kinderköpfe. Und was denkst du, was könnte es sein? Steht bestimmt Opai Dragon drauf oder sowas. Ja, One Punch Man. Ja. Oder Boku no Hero oder sowas. Lass mal fühlen. Fühl mal hier vorne das Logo, was das sein könnte. Oh, ich spüre gar nichts, keine Ahnung, das war dick, aber... Keine Ahnung, kannst du das ist irgendwie wie ein O oder sowas, ne? Keine Opai. Opai. Was ist das O für Opai? Das ist echt eine gute Frage, was das sein kann. Egal, next up. Ja. Ich bin dran. Vielleicht ein Naruto-Stück oder sowas.
Was hast du? Ich sehe, das ist ein Anhänger. Ist das ein Anhänger? Zeig mal her. Keine Ahnung. Ja, das ist ein Anhänger. Ja, Anhänger, ja. Also so Button oder so, die immer dabei sind. Genau. Was denkst du, welches Cover? Oh, ein Poster haben wir auch noch. Was? Ja, schön, dass es alles Sachen sind, die wir nicht fühlen können. Fühl doch mal, was das für ein Poster ist. Was das für ein Poster ist, genau. Was denkst du, was es sein könnte? Halt's mal ins Bild. Ich habe keine Ahnung, wie es richtig rumrum. Wir drehen es einfach in beide Richtungen einmal. Ja, so. Vor allem, es könnte, also auf der einen Seite stehen die Sachen, die drin sind. Auf der anderen Seite ist das Poster, jetzt halt mal und dann drehst du mal einmal rum, genau. Das weißt du, was auf dem Kopf steht, oder? Ich habe keine Ahnung. Also dreh mal doch an, dreh mal doch einmal so. Ich freu mich mega über dieses Boku no Hero Academia Poster. Das will ich auf jeden Fall direkt aufhängen. Haben wir noch was drin? Das ist leer. Was denkst du, welches Motto diese Box hatte? Ich hoffe, Hentai. Kein Wunder, dass wir das dann nachts machen. Okay, jetzt, Leute, wenn euch das gefallen hat bis hierhin, dann schreibt es mal in die Kommentare. Und jetzt werden wir das Ganze mal lüften. Und, ey, du musst mal bitte die Augen zumachen, okay? Okay, ich mach die Augen zu. Weil ich muss ja erst die Kamera aufstellen und okay. So. Okay, ich mach jetzt gleich das Licht an. Machst du die Augen zu? Ja, ich mach die Augen zu. Okay. Ich hab eine Mütze gesehen. Oh, okay, drehen wir jetzt um. Ja. Okay, was ist das? Oh, das ist ein Dragon Ball! Dragon Ball, geil! Oh, wie cool! Und ein Dragon Ball Poster zum Brody-Film oder generell, keine Ahnung. Schau mal. Und eine Figur? Nee, ist keine Figur, das ist ach nein, ist wie ein, schade. Doch ein Glas. Ah, okay. Mit Yume drauf. Yume? Genau. Yume von? Absolut kein Kapitel. Kein Blassenschimmer. Yume Pintglas und okay, ja. Oh, da ist schon der Restring. Ah ja, okay. Ah, ja. Dragon Ball, Bardock. Sieht und aus, Fusion Reborn. Das sieht krass. Das sieht aus wie. Voll die alten Teile eigentlich. Ja, du kennst doch bestimmt doch früher diese. Wie hieß das nochmal? Ich hab die Sprünge, diese Comics, die früher immer auf Pokito beworben worden sind, diese Magazine. Mhm. Das könnte auch so eigentlich sein. Okay, warte mal, was habe ich denn für eine Ding? Kapsel Corporation, Alter, wie geil ist das denn bitte? Kapsel Corp, geil. Kapsel Corp. Schaut mal, das wird auf jeden Fall meine Wintermütze, hey, wie krass. Voll cool. So, also, und hier Yume nochmal. Okay. Und dann haben wir hier nochmal so einen Anhänger. Was ist das? The Combat Baker and... Ist auch klar, immer. Der Kampfbäcker. Man kann alles kombinieren. Die nehmen immer Berufe und Krieg in eins. Wunderbar. So, Leute, jetzt die T-Shirts. Ich habe schon eins gerade bei der Ding hinten gesehen. Okay. Okay, ich glaube, das haben wir komplett falsch rumgehalten. Ich glaube auch, ja. Das will ich zuerst sehen, das habe ich nicht auf der Rückseite vom Poster gesehen. Okay. Da freue ich mich übelst drüber. Ist das geil oder was? Almighty. Almighty. Das wird mein neues Lieblingsshirt. Also das ist das erste Mal, dass wirklich ein richtig geiles Shirt drin ist, was ich wirklich gerne anziehe. Hammer geil, Leute, ey. Da freue ich mich diesmal wirklich drüber, muss ich echt sagen. Jetzt bin ich auf das andere mal gespannt, weil ja, wir haben es auch voll verkehrt gehalten. Ich das haben wir eben gerade, das hat keine Sau gesehen. Ich weiß nicht, ob ich es richtig rum hatte oder nicht. Bist du bereit? Jawohl. Was ist es? Coca-Cola, nee. Was ist denn das, ein Gundam? Robotech. Ah, Robotech, das ist so Mecha. Sagt mir ehrlich gesagt jetzt, ich mag zwar Mecha mega, aber ich sag nicht, ich hatte schon mal damals eine gelbe Mütze davon. Okay. Und da konnte ich auch nichts damit anfangen. Aber hey, es gibt viele Fans da draußen. Ja. Richtig cool, kann man nichts sagen. Zwei T-Shirts diesmal drin. Mhm. Richtig geil, aber das All Might, das ist auf jeden Fall Hammer. Das ist das Beste. Also die Mütze und das All Might T-Shirt fand ich echt auch am besten. Hammer, ne? Gut, ja. Das Poster werde ich auch bald aufhängen, weil ich habe hier eh noch ein bisschen umgebaut. Mhm. Mit dir zusammen, ne? Jawohl. Ja, dann würde ich sagen, war's das. Und wie fandet ihr das nachts? Also das war echt irgendwie strange. Wir haben uns mehr selber angepasst als die Wahrheit. Aber war schon geil, oder? Also mir hat es gefallen, ich hoffe euch auch. Zeigt es mit einem Daumen nach oben. War lustig, mal komplett im Dunkeln war, so eine Lootbox aufzumachen. Ja, wir mussten extra warten, bis es Nacht wird, Leute. Also was für ein Aufwand wir hier reinstecken. Das ist schon mal was, ne? Gut, hat sich sowieso ergeben, da wir ja gerade von der Ding zurückgekommen sind, von der Weepstock. Ja. Demnächst Hentai-Kino, Leute. Ja. Sayonara! Ciao!